was geht ab, meine Gente? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen hier auf dem zweiten Kanal. Auf jeden Fall, heute werden wir auf Man Like Weezy reacten. Er ist einer der größten Bayern München Talente und wir haben ihn ja schon bereits beim MTU Cup das erste Mal gesehen. Das ist so das heftigste U15 Turnier. Da war unter anderem auch Xavi Simons. Auf jeden Fall viele, viele große Namen. Ansu Fati auch. Und ich würde sagen, wir fucken nicht lange, checken das Video ab von Weezy. Ich glaube, viele Aktionen hat er auch von mir gekoppt. Und Leute, glauben mir, technisch ganz, ganz ein Verrückter. Das war auch bei diesem einen Turnier, bei diesem Cancun Cup, glaube ich, in Berlin war das. Da haben die sogar gewonnen. Ah, und das war im Finale. Digga, der Panner, der war so böse, Chat, der war so böse. Ah, übrigens, Chat, ich versuche so gut es geht live zu gehen. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, sehr, sehr gerne auf Twitch folgen. Kubanito 95 heißt ich da. Ja, das macht er stark. Dieses Selbstvertrauen, nein, diese 1-1 zu gehen. Wieder Beini. Und er liebt halt diese 1-gegen-1-Situation. Und hat da so schnelle Richtungswechsel. Boah, einfach mit meiner Stimme da. Das war mein Shot. MTU Cup war schon wild. Da hat er schon. Ja. Dem Wasserspieler einfach Ankle-Breaker gegeben. Weiß nicht, ist einer im Chat drin, der das Video gesehen hat, MTU Cup. Auch geisteskrank immer die Aufrufe, ne? 500.000 hat, glaube ich, das Video jetzt. Also enorm, enorm dankbar auf jeden Fall dafür. Und das war beim Cordial Cup. Ja, macht er auch wieder stark. Niemals. Was? Das habe ich noch nie gesehen. Er ist übrigens für. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf. Boah, stimmt, das war auch von meiner Aufnahme. Gegen Stuttgart war das. Er ist übrigens, glaube ich, für 350.000 Chat. Für 350.000 von München Gladbach im Alter von 12 oder 13 ist er zu Bayern gewechselt. Aber ich glaube, da hat Bayern auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schachzug gemacht. Das ist ein sehr, sehr großes Talent. Also, den können wir bald in der deutschen Nazio sehen. Also, er ist ja schon in der U16, müsste es jetzt dann sein. Aber ich meine natürlich A-Nationalmannschaft. Und übrigens, wie krass, dass Kenan einfach jetzt A-Nationalmannschaft in der Türkei spielt. Freue mich sehr für ihn. Da auch wieder im Finale gegen Stuttgart macht er gut. Da in Berlin. Ja, man merkt einfach den Spielwitz bei ihm, Chat. Und diese schnellen Bewegungen. Immer sehr stark. Ich glaube, was ihn auf jeden Fall ausmacht, ist seine Technik, ne? Diese 1-gegen-1-Situation. Und dann halt die schnellen Richtungswechsel. Diese Hallenturniere, ne? Die machen immer so Spaß. Macht so Spaß, da immer am Start zu sein. Stark vorbei. Ja, es ist halt sehr, sehr schwer, gegen so einen Spieler zu verteidigen. Lennart Karl, auch ein gutes Talent. Geiler Steckpass da auf Weezy. Die beide verstehen sich auch sehr, sehr gut. Spielen eben zusammen auch in der Nazio. Das war, glaube ich, U15 in Niederlande, ihr erstes Spiel. Habe ich überlegt, auch hinzufahren, aber ja, wäre da unterstrich dann doch ein bisschen zu weit gewesen. Wieder stark gemacht.
Ja, so einfach kann Fußball sein, ne? Das war einer der Hallencups, wo ich nicht dabei war. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Aber. Oh ja, da habe ich gesehen. Oh mein Gott. Digga. Was ein krankes Ding. Bam. Einfach von Gefühl der Mittellinie. Hinter der Mittellinie sogar. Bam. Von den Shirts aus sah es bis nach Stuttgart aus. Da wieder MTU Cup. Also MTU Cup ist einfach der beste Cup, den es gibt. Er ist so geil. Macht auch immer so Spaß da. So viele von euch sind da auch am Start. Geisteskrank geil. Ist einfach wild. Ja, da seht ihr auch das Tempo. Leute, ich fieber da immer so mit, ne? Gefühlt meine kleinen Brüder da. Wie sie, wie ich einfach schrei. Ja, da kam er. Ja, nice, Leute. Jetzt habt ihr auf jeden Fall ein bisschen besseren Einblick bekommen von Man Like Weezy. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne kostenloses Abo da. Liken und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, auf was ich reacten soll, welche Talente und ja.